So, dann sagen wir mal Hallo und herzlich willkommen zurück bei Raft. Ich bin der Zoobarock und mit dabei ist der Sammy. Guten Tag, ich bin deine Möwenfänger heute. Genau, der die Möwen jagt. Mhm. So, wir haben die Kartoffeln hier, wir haben keine... Ich will das... Ich brauche jetzt langsam, haben wir noch Essen? So. Sonst müsste ich die Mangos essen. Kannst du da was drauflegen? Okay. Auf Glück. Warte. So. Ich gehe mal angeln noch nebenbei. Ich verhungere gleich. Wenn nicht, muss ich halt Mangos essen, das würde auch gehen. So, zack. Ich würde sagen, wir machen los von der Insel. Wir haben ja unseren Plan hier, das zu vergrößern und die Wurfnetze oder das Wurfnetz zu sichern. Ganz genau. Das machen wir hier nicht, weil da oben komme ich nicht mehr hin. Mir fehlt vor allem Plastik erstmal. Ja, bei mir auch. Unheimlich Plastik. Ja. Und das ist unheimlich stürmische See hier gerade. Ja. Und ich habe auch kein Ding mehr, ne? Kein Speer. Macht es nicht gerade besser? Nee, das stimmt wohl. Was haben wir hier denn? Fundamentrüstung. Ach Gott, da kann man sogar eine Rüstung basteln. Eine Rüstung? Ja, damit das Fundament geschützt ist. So Achso, ja, das ist das, was du gemeint hast. Ja, so ein Blechkram drumherum, ja. Richtig teuer, ne? Ja. So, ich muss mal gucken, ein Speer. Also, machst du mal das Ding weg hier, das Essen. Das was? Den Anker. Lass mal los. Achso, der Anker, wo ist denn der? Entfernen. Da. Entfernen. Ja, und der ist halt dann weg. Das ist das Problem bei diesem Anker. Ja, der ist jetzt leider weg. So, ja. Schade. Aber gut, wir kommen jetzt hier wenigstens weg und jetzt müssen wir halt auf Plastik gehen und Holz. Ich habe zwar jetzt noch 13 Holz, es wären da um einiges mehr, wenn ich da oben noch hingekommen wäre. Da ist Plastik, dahinter, da kommen wir nicht ran. Aber guck mal, da wäre sogar eine Kiste da oben, aber wie soll man da hochkommen? In dem Bauding. Keine Ahnung, vielleicht muss man, ich weiß nicht, mal was bauen kann. Und da einfach. Ich glaube auf Inseln glaube ich nicht. So, wie ist denn der Wimpel? Da ist in die Richtung, ja, dann stimmt es ja einigermaßen. Das passt schon. Wo ist Wimpel? Gut, ach, da. Essen. Essen und trinken. Also wir haben eigentlich reichlich zu essen und zu trinken, aber... Ja, aber die Blanken sind das immer. Ich angle jetzt noch ein bisschen. Ja, der Lohkeeper, der will doch schon wieder hier unseren... Was ist das, ey? So. Ich lasse es ganz. Mein Speer. Oh, jetzt habe ich ihn ausgerüstet. Ach, großartig. Oh Mann. Der tut es uns ganz schön schwer machen, der Kollege. Das finde ich auch. Das finde ich nicht in Ordnung. Nee, ich auch nicht. Den laden wir aus, also von unserer nächsten Party. Ach. Eindeutig, ja. Ja, das hat keinen Sinn. Also der. Nee. Der hat jetzt schon eine ganz dunkelgelbe Karte von mir, der Kollege. Ja. So, Fässchen. Oh, hier, das ist doch wieder herrlich. Plastik. Wir brauchen Plastik. Plastik, ich hab ein bisschen Plastik. Ich will es jetzt irgendwo. Oh, raus. Schwimmen, alter Freund. Verhungere. Ja. Super, dass da auch was im Grill liegt. Lecker, ne? Hm? Mhm. Na, ach, mittendurch. Eine kleine. Ach Gott, ist das ein kleiner. Soll man da satt werden? Mensch. Ich fang das nicht, das gibt's doch gar nicht. Und nö. Und Millimeter dran vorbei. Wow. Plastik. Hier ist Plastik. Endlich Plastik. Super. Einmal Kunststoff. Also man muss ja aber sagen, wenn man... Oh, scheiße. Wenn man das jetzt wirklich sieht, die Meere sehen ja wirklich so aus. Oder noch viel schlimmer. Ja, das wie stimmt. Wie man es hier sieht, ne? Und das ist halt sehr, sehr traurig. Das stimmt. Ja. Gerade hilft's uns, aber in der Wirklichkeit... Wo ist das Ding da? Pass mal auf, so, zack. Ach Mist, mir fehlt Plastik. Holz ohne Ende, aber kein Plastik. Kenne ich irgendwo, ja. Ja. Komm her, zack, ich nehme mich mit. Dich auch und dich erst recht. Oh Mist. Fässchen, hier bleiben. So. So, wir haben noch mal ein paar Kartoffeln. Okay. Fühl ich gleich in die Kiste, ne? Das ist unsere Notfallration praktisch. Ja, falls alles zu spät ist, ne? Ja. Was wollte ich jetzt noch machen? Ich wollte jetzt irgendwas machen. Was wollte ich tun? Oh, ich... manchmal zweifle ich an mir selbst. Es war doch was Wichtiges bestimmt. Ich sollte dir, glaube ich, alles mitteilen, was ich machen will, dass du mich dann dran erinnern kannst. Mhm. Ich glaube, dass... ach, gießen wollte ich die, genau. Da war doch was.
Warte mal, ich muss mal kurz das Büchlein gucken. Haben wir da was Neues? Nee, ne? Was macht eigentlich unser Ziegel hier? Oh, der ist trocken. Guck mal, den mache ich auch mal hier in die Kiste. Erforscht. Unser einer Trockenziegel. Oh, das ist wichtig. Das kann ich hier hinstellen. Die blöden Möbel. Vogelscheuche. Ein Teppich. Haben wir erlernt. So, Fehler. Das ganze Plastikzeug geht nun vorbei mal wieder. Ah, natürlich. Ist überhaupt irgendwas in so einem Sammelteil ist nichts drin, ne? Ist traurig, nee. Ne? Hier, da hinten ist eine. Ein Werft, dann lenkt man in die Richtung, vielleicht reicht's. Ich versuche das mal. Baue hier jetzt auf jeden Fall. So, drehen wir mal um, vielleicht klappt das. Achso. So, ich habe das jetzt mal ein bisschen geschützt hier. Ich hoffe, das reicht. Oh Gott. Dass es mein Ruhl ist. Komm her, Fässchen. Ich brauche was zu trinken. Wieder mal. Wo ist eigentlich... Ach, mein Paddel ist kaputt, oder was? Okay. Also so langsam, wir müssen jetzt echt drauf gehen, hier das zu vergrößern. Das ist mir hier... Ich werde hier klaustrophobisch. Mittlerweile. So. Ich werde wahnsinnig. Ich werde hier... Ich springe sowas schon auf den Kopf. Guck. Ganz locker bleiben. Ich will Platz. So scheiße hier. Nichts zu essen, nichts richtiges, nur Fisch. Und oh. Ich muss eine Möwe erlegen. Ich brauche Fleisch. Versuchen wir da mal hinzufahren. Ja. Also gerne die Kiste haben, die da drauf ist. Ich auch. Wenn ich noch ein blödes Paddel hätte, würde ich hinpaddeln, aber... Nein. Das ist hier gar nichts mehr. Hast du kein blödes Paddel? Nee. Oh. Das ist kaputt. Was ist mit der Angel? Bin ich gerade dabei, aber die ist auch fast kaputt. Ein bisschen noch. Ein, zwei Fische werde ich damit noch rauskriegen wahrscheinlich. Schätzungsweise, ob es wirklich so ist. Öffnen. Eine rohe Zebra. Ja, ein Fisch hat noch gebraucht. Eine rohe Zebrasse. Okay. Ich will da nicht so hinschwimmen. Ja. Da müsste ich diese. Aber ich habe volle Paddel, Energie. Die Flossen haben. Ja, da sind wir noch weit davon entfernt, von Flossen. Ah. Da brauchst du das Seetankzeug, nee, oder? Da kommen wir auch nicht hin. Wir stehen gerade echt still. Ja. Weil der Wind in die andere Richtung geht, ne? Genau. Gucken wir mal der Wimpel an. Ich drehe das mal um. Oh. Arsch, hi. Guck, der wollte schon wieder hier drauf, auf dein Netz. Wir müssen die Netze echt sichern. Ja, das stimmt. Ich heule noch. Und vor allem, guck mal, wie viel Zeug der schon kaputt gemacht hat, hier, wo man die wieder reparieren müssen, aber kein Plastik dazu da ist. Das ist doch großartig. Da hinten kommen Fässer. Jetzt fehlen mir Seile, eine neue Angel. Also wir drehen uns ein bisschen im Kreis. Momentan. Ja, das ist immer diese Sachen, es fehlt jenes, es fehlt dieses. Mhm. Aber gut, das ist jetzt alles am Stück aufgenommen. Ich denke, die Zuschauer werden uns dann schon noch Tipps reinhauen. Wo wir dann aber erst später drauf eingehen können. Ne? Ja, leider. Oh. Nein. Aua. Meinen großen Zeh hat er erwischt. Mich frisst er auch gleich. Ich sehe das kommen. Er hat jetzt erstmal, der ist satt. Er hat meinen großen Zeh gekriegt. Ach, nicht doch. Da. Hoppala. Dack. Komm schon. Dack. Raus aus dem Wasser. Oh Gottes Willen. So ein Floß hinterher schwimmen, das ist echt eine Katastrophe. Ja gut, im Notfall muss ich halt das Ding drehen. Ne? Hast du ja gesehen, man bleibt stehen dann praktisch. Ja. Im größten Notfall kann man das schon machen. So. Komm schon, mach heile. Mach heile? So, ist heile, alles klar. Gut. Plastik. Ah, Plastik. Plastik ist so eine Sache. Noch nicht mal das klappt. Ach, nicht mal das klappt. Ach, schön. Wenigstens bin ich nicht der Einzige nur auf dem Schiff. Auf dem Sinkenden.
Sammelt er mir doch. Das ist doch nicht zu fassen. So, wie sieht's denn aus hier? Wir können schon wieder ernten. Ich muss schon wieder was trinken. Hey, das ist doch. Na, auf Ernte. Wir müssen auf jeden Fall nachher, also was ist nachher, wenn wir hier alles soweit haben, was wir brauchen, müssen wir auf jeden Fall hier alles umbauen, weil das ist alles zu eng. Ich glaube, da brauchen wir mehr Struktur drin. Tatsächlich. Stimmt, wir brauchen mehr Struktur. Und vor allem Plastik. Wir brauchen Plastik. Ja, ich brauche jetzt erstmal was zu essen. Essen, essen, essen. Bin mir schon ganz schwummrig hier. Oh, mein Charakter stöhnt auch schon. Wir brauchen auch einen besseren Grill. Das ist auch was, was wir brauchen. Oh ne, ich brauche ja trinken viel mehr wie essen, sehe ich gerade. Ja gut, essen und trinken sollte man unterscheiden können, ne? Wäre vielleicht ganz wichtig. Ja, wäre vorteilhaft. Minimal auf jeden Fall. Plastik. Da ist Plastik. Jetzt mach doch das Trinken fertig hier. Ah, danke. Wie auf Kommando, so mag ich das. So. Oh, jetzt geht mir es schon wieder besser. Jetzt können wir auch wieder sammeln. Das Deck hier. Oh, doch, ich hab's gewählt. Ich hab's tatsächlich gekriegt. Siehst du? Ach, so langsam, ne? Oh, ja, manchmal haben wir unsere hellen Momente, ne? Ja, soll man sich wundern. So, können wir hier noch irgendwas erforschen? Federn bräuchten wir hier. Was haben wir hier? Scharniere. Metallbarren Riesenmuscheln. Ach, die kriegen wir doch auch von den Inseln unten, oder? Das sind doch bestimmt Muscheln. Batterie? Wofür brauchen wir eine Batterie? Nötig zur Versorgung von elektrischen Maschinen. Ich glaube, da kommt noch sehr viel auf uns zu, tatsächlich. Das ist nicht nur so ein bisschen Floß größer machen und so. Ich glaube, da kommt noch einige. Topf. Leere Flasche. Ja, da kann ich, glaube ich, mehr Wasser rein. Kletterpflanzen, Glibber. Nein, wie herrlich. Super, naja gut. Ja, das Glibberzeug kannst du auch wieder im Ofen machen. Dazu brauchen wir halt Ton. 5 Ziegel brauchen wir noch. Ton und Sand. Okay. Oh, warte. Hallo. Das Fass wollen wir doch mitnehmen. Der Hai kommt. Ja, dreh mal um das Teil. Warte, mit R drehen. Aua! So. Halt ihn weg. Autsch. Der hat ein Stück aus mir rausgebissen, glaube ich. Du musst aber auch immer einen auf Abenteurer machen, ne? Ja, klar. Klar. So. Was? Ein Seil. Hey. Wo ist er dann? Ja, da. Hallo, wie... Geht's dir noch gut? Er hat's rausgebissen. Arsch. Das ist doch wohl nicht zu fassen. Oh, ich hab mal was da rumgebaut da. Unfassbar, echt. Das ist doch... So, auf Plankenseile ohne Ende. Oh, jetzt esse ich wieder eine rohe Kartoffel. Ey, manchmal... Seile. Oh, hier, guck mal, unser Netz hat was abgeworfen. Kunststoff. Ey, super, cool. Oh, jetzt fehlt mir aber Holz, na toll. irgendwas ist doch immer. Ja, stimmt. So, wir müssen unser Ding also wieder ich drehen. Ich glaube, wir brauchen noch einen mehr von diesem Frischwasser-Zubereiter. Ja, das Problem ist halt, dass es auch immer alles Dings trägst. Hallo? Plattenberg, ja, ich weiß, das ist klar. Ja, die Planken sind immer das Problem. Mhm. Wir müssen uns eine mittlere Anbaufläche bauen. So war. Bäume anpflanzen. Und dann können wir die auch immer fällen. Und wir kriegen Mangos, weil ich habe Mangos haben. 4 Stück.
Kann man das machen? Ich weiß das gar nicht. Kann man machen, ja. Also im letzten Update ging es noch. Da habe ich nämlich mir selbst Videos geguckt. Da war das so. Okay. Tatsächlich. Gut, also denn... da brauchen wir auch wieder einen Haufen Zeug, glaube ich, dafür. Ja. Eine mittlere. Da ist eine Insel. Da ist eine Insel. Vier Schrott. Insel. Hast du vier Schrott? Ich habe... Oder drei Schrott. Ich habe einen Schrott. Und acht Planken. Das geht eigentlich für so eine Anbaufläche. Warte mal, Augenblick. Dreh das mal sanft. Ich weiß gar nicht, wo die Insel ist. Ich glaube da, ne? Ich weiß es nicht. Ich sehe keine Insel. Da ist sie. Ach, da hinten. Da. Ach, jetzt schon wieder das Essen. Ich hab noch Fische. Fische. Warte. Brauchst du was zu essen? Ja. Achso, warte. Das kann ich dir jetzt direkt geben. Zack. Oh, gut. Super. Okay, pass mal auf. Wir lassen uns, glaube ich, auch immer ein bisschen ablenken. Wir sammeln dann nicht, wir stehen dann und überlegen, was wir tun. In der Zeit tun 10 Tonnen Plastik an uns vorbeiziehen. Nein. So. Ich hoffe, das geht. Wir brauchen auch wieder einen Anker. Jetzt ist die Frage, kommen wir da wieder hoch, ne? Ja, das ist die Frage. Ich weiß aber nicht, ob wir auch vielleicht von der anderen Seite ran können. Ja, mit Sicherheit, aber wir haben kein Paddel, wo wir da gucken können danach, weißt du? Ach, stimmt, da war doch wieder was. Irgendwas ist doch immer. Langsam kriege ich einen Fischkoller hier. Aber obwohl, hier rechts könnten wir vielleicht mit unserer Kopftechnik hoch. Kopftechnik? Mit unserer mit Köpfchen. Da können wir mit Köpfchen rauf. Mhm. Kommst du gleich mal her? Komm mal her. Bevor wir dann abdriften hier. Wir können es hier probieren. Und du musst dann versuchen, das Floß... Ja, das driftet halt weg. Das ist das Problem, das driftet weg tatsächlich. Aber jetzt bleiben wir gerade stehen. Oh, jetzt. Oh. Jetzt hopp! Geh aufs Köpfchen! Geh doch aufs Köpfchen! Ich geh schon in die Hocke. Echt? Nee. Weißt du, kann man das? Ja, ich glaube irgendwie. Ja, da, ist der hier. Oh ja. Aber hilft mir nicht weiter, ne? Nee. Das ist ein Mist hier. Mist, wie kommen wir denn da rauf? Ja, ich wüsste schon wie, aber das können wir uns wahrscheinlich wieder nicht leisten. Warte. Was, eine Sprungschanze? Nee, aber da gibt's doch solche... Wo sind denn die? Da gibt's solche Treppen. Hey! Warte. Bleib wieder platzieren. Ja, ich bräuchte noch fünf Planken und ein Nagel. Aber vor allem haben wir halt wieder kein... Planken ist so eine Sache. Ja. Fünf Planken, ein Nagel, dann könnte ich hier hoch. Komm doch mal her, hier können wir es nochmal probieren. Vielleicht komme ich hier hoch. Okay, versuchen wir es hier nochmal. Ich bin oben. Sehr gut. So. Und jetzt musst du nur noch das Floß ein bisschen aufhalten, dass es nicht wegfliegt, weil sonst sind wir hier getrennt. Oh, hier sind Melonen. Auf jeden Fall kriege ich Planken. Das ist gut. Und ich habe Hunger. Wie gesagt, unten sind noch Mangos im Notfall. Ja. So. Ja, aber wieder hoch komme ich wieder nicht ganz hoch, ne? Das ist wieder so... Da müsstest du jetzt praktisch mit hochkommen und ich müsste hier wieder auf den Kopf steigen. Das geht ja nicht. Das ist ein bisschen... meine Axt ist eh kaputt. Also von dem her... Wo bist du? Ich bin hier, ich drifte gerade weg. Ich kann machen, ja, was ich will. Drift mal bitte zurück. Ich versuche ja. Komme. Ich versuche ja. Ich versuche zumindest wieder zurückzukommen. So. Guck mal. Was denn? Alter. Kürbis. Aber hier, na, was Kürbis? Melone, hier. Noch so eine. Wassermelone. Kürbis, ja klar. du bist auch ein Kürbis. Jetzt wollte ich so jetzt nicht sagen. Was ist jetzt schon wieder los? Trinken? Ich dreh durch. So. So, Wasser. Okay. Platzieren. Okay, ich habe jetzt auf jeden Fall 17 Planken. Ne? Also ein bisschen Planken haben wir jetzt.
Super. Das ist so. Ach, dieses Mistviech. Wo ist. Palmsamen, Wassermelons. Wo sind. Hast du die anderen Samen rausgenommen aus der Kiste, wo ich da rein habe? Ah, ne, da sind sie. Mangosamen. Okay, Mango, die sehen nur anders aus. Aha. Ich hab wegen dieser Anbaufläche. Hast du jetzt noch 3 Schrott übrig oder nicht? Warte, warte, warte. Schrott. Ja, habe ich. Wie kann ich das rausschmeißen? Einfach rausziehen. Ich kann dir den Rest dann auch wieder geben. Gut. Herstellen. Weil jetzt versuchen wir mal. Vorsicht. Reicht wir müssen das? Eh alles umbauen. Ja, ja. So, weil jetzt, pass auf. Hm. Plastik. Oh. Braucht Plastik. Wie brauche ich denn so viel Plastik? Das ist ja nicht normal. Nein, das geht hier noch. Brauchen wir wahrscheinlich eine riesige Anbaufläche. Für Bäume. Das ist doch jetzt Quatsch. Was ist dann die mittlere? Palmsamen und Wassermelone. Vielleicht ist das für das. Also Bäume gehen hier nicht. Wassermelonen gehen. Na gut, dann bauen wir Wassermelonen an. Aber, ja, dann brauchen wir ein riesiges für den Baum. Ding. Aber das haben wir noch nicht erforscht. So, das ist naja. Ich hab keine. Was brauchst du? Ich brauch Plastik. Wir brauchen Plastik und Planken. Unser altes Problem. Plastik und Planken. So, Kartoffeln können wir hier wieder reinnehmen. Und Barsch können wir gleich braten. Tschüss, Plastik. Oh, Mist. Was haben wir denn noch Feines? Wir haben immer noch kein Bett gebaut. Nee. Wir haben immer noch keine Schmelze gemacht. Nee. Wie gesagt, wir müssen in der Insel unten tauchen. Dafür brauchen wir aber auch einen Hike wieder. Wegen dem Ton und so ein Spaß. Dieses Drecksick ist schon wieder da drin. Ja, aber die kann ich, glaube ich, töten mit dem Speer. Ne? Oh, ja. Da ist eine Insel, also ein Raft. Hier geradeaus, wo ich gerade hingucke. Aber da kommen wir nicht hin, das wahrscheinlich. Das, glaube ich, wird nichts werden. Ja. Mal, wir drehen mal das Segel um in die richtige Richtung. Dann kommen wir wesentlich schnell voran hier. Jo. Richtung Wimpel. So. So, ich angel noch ein bisschen. Also so langsam müsste der Hai dann auch mal drauf gehen, ne? Also angeln kann ich auch eigentlich eine Runde. Hast du eine Angel? Jupp. Weil dann können wir mit den gewissen Fischen können wir auch einen Haiköder bauen. Okay. Dann können wir den in der Insel ablenken. Das weiß ich. Dann können wir das nämlich ins Wasser werfen, dann ist er auf das Ding fixiert und lässt uns in Ruhe. Dann können wir unten in Ruhe sammeln. Mhm. Aber dann müssen wir erstmal wieder einen Anker bauen für die nächste Insel und dann so einen Haiköder. Wir haben ja immer was vor, ne? Oh, ich habe eine Kerzenflasche. Schön. Na cool. Ah, scheiß auf Essen, Hauptsache eine Kerzenflasche. Ein Wels habe ich gefangen. Ja, der ist ein bisschen groß, glaube ich. Ich habe noch nichts Großes gefangen. Ich fange nur die kleine Sache hier. Mhm. Makrele. Meine Angel ist eh gleich wieder kaputt. Noch 2 Fische, denke ich. Aber das ist wenigstens gut. Also Essen kann man durch eine Angel relativ gut herkriegen. Tatsächlich. Ja, das funktioniert, ja. Ja, wie ist denn das? Wir bauen jetzt halt noch ein bisschen was an. Also das Problem ist halt wirklich Wasser. Oh, ich habe was vergessen. Muss ich gleich machen. Zack, das ist nämlich eh meine Angel kaputt. So. Angeln wir mal eine Runde. Ganz gemütlich. Warum nicht? Hi. Wo ist mein Speer? Mein Speer. Da. Na komm. Nein, das ist doch nicht zu fassen. Die Kiste wird immer kleiner. Ja. Warte mal, eine Axt hast du nicht, ne? Nee, die ist kaputt gegangen. Mist. Warum? Ja, weil da Holz ganz viel ist. An der Insel. Können wir die bauen? Ich glaube, eine Axt ist nicht so teuer. 3 Steine haben wir, glaube ich, im Lager hier. Ja, ich kann eine Axt bauen, wenn du magst. Ja, dann mach das mal. Dann setze ich mal Segel darüber.
Dann brauchen wir aber jetzt einen Anker wieder. Stimmt, da war doch was. Ein Anker, da ist der Haiköder. Brauche ich. Haiköder kann ich sogar bauen, hab einen Haiköder. Warte, wir kommen nicht dicht daran jetzt. Ja gut, den Haiköder können wir auch später benutzen, ist ja kein Problem. Wo ist denn aber dieses Scheiß? Wo ist denn der? Ich komme da jetzt nicht dichter ran, das ist das Problem. Ja, dann machen wir es bei der nächsten. Ist außer Paddel? Ne, Paddel braucht 6 Kunststoff, ganz schön vergessen. Fehlt zwar nur noch eins, aber den Kunststoff braucht. Wo ist denn dieser blöde Hanker? Der Anker so ist unter. Wo das Segel ist. Wurfanker. Da ist er. Ja, Steine. Hast du Steine? Ich habe keine. Ich habe den Rest. Zwei Seile und 4 Steine fehlen. Die Steine habe ich gerade. 3 Steine habe ich gerade verbraucht, um mir eine Axt zu bauen, um auf die Insel. Wurfanker hätte ich. Ja, nice. Dann bräuchte. Hast du noch einen? Warte mal. Hast du einen Kunststoff? Und 2 Planken. Ich brauche hier mal einen hin. So, da ist ein Anker. Aber jetzt nicht benutzen. Nee, ich gehe auch weg. Was brauchst du? Ein Kunststoff und 2 Planken. Dann kann ich ein Paddel bauen, dann können wir dahin paddeln. Ja, pass mal auf, ich habe hier was. Warte, ich komme. Ja. So, Plastik ist da. Und was hast du da gesagt? 2 Planken. Ich habe noch eine. Mist. Ja, dann kommen wir jetzt nicht hin. Dann machen wir das einfach in der nächsten Folge. Dann sollten wir wahrscheinlich in die andere Richtung machen. Und einfach das nächste Mal das machen. Wir haben jetzt einen Haiköder, wir haben einen Anker. Also können wir da auf jeden Fall vor Anker gehen bei der nächsten Insel. Weil darüber schwimmen und dann nicht hochkommen, das wäre, glaube ich, Quatsch. Tatsächlich. Genau, das wäre doof. Na gut. Ich habe sie getroffen, die Sau. Dann würde ich mal sagen, nicht? Bis zum nächsten Mal. Ganz genau. Ach, ja, schon wieder rum. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Jups. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Haltet wieder ein, wenn es heißt Sammy und Zova oder Zova und Sammy verzweifeln auf dem Meer. Ja, bestimmt. Aber wir versuchen da mal ranzukommen und ein bisschen Holz sammeln. Mal gucken, wie klappt das ja. Gut, und wenn ihr Ideen habt oder Vorschläge und sowas, ne, immer schön in die Kommentare rein. Würden wir uns riesig darüber freuen. Wir können natürlich nicht nach jeder Folge irgendwas dazu sagen, weil wir nehmen immer so eine kleine Partie auf. So 3-4 Folgen nehmen wir mal auf. Und ja, aber das werden wir dann auf jeden Fall mit aufgreifen. Also wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Vorschläge habt, immer in die Kommentare rein und nicht vergessen, auf den Abo-Button drücken. Denn so verpasst ihr keine Folge, so wisst ihr immer, was auf dem Kanal gerade los ist. Und bis zum nächsten Mal sind wir dann mal weg. Nicht? Jo, genau. Ciao, ciao. Tschüss.